meine Mutter. Sie heißt Alicia und ist die beste Mutter der Welt. Yes. Und jetzt ist sie auch noch Mechatronikerin. Meine Mama hat es geschafft. Ausbildungsplatz und Realschulabschluss. Auch ohne die besten Noten. Ich wusste schon immer, dass sie es schaffen würde. Aber es hat lange gedauert. Ich weiß jetzt, dass es viele Frauen gibt, die wie meine Mama sind. Frauen, die etwas drauf haben. Frauen, die etwas bewegen wollen. Ich bin gespannt, was sie mir erzählen werden. Wie war das bei Ihnen mit der Ausbildung? Ich komme aus Eritrea. Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Ich bin mit meinen 3 Kindern gekommen. Ich war 20, als ich nach Deutschland kam. Ich komme aus Marokko. Und ich habe direkt mit deutscher Sprache angefangen zu lernen. Als ich nach Deutschland kam, ich konnte überhaupt kein Deutsch, gar nicht. Ich hatte wirklich sehr viele Tiefpunkte. Damals in der Trennung bin ich ins Frauenhaus gekommen. Da war ich wirklich irgendwo am Ende und habe gedacht, ich schaffe das nicht. Nee, das geht nicht. Ich muss ja aktiv hier auch sein. Das ist nicht immer diese Routine zu Hause. Morgens Kinder kochen, putzen, das war's. Und da habe ich erstmal angefangen, meine deutsche Pass zu beantragen. Dann kam Führerschein danach und habe danach meine Hauptschule und dann den Realschulabschluss nachgeholt. In der Schule war allgemein für mich die deutsche Sprache schwierig. Mit Grammatik besonders, mit Adjektive und Artikel war schwierig für mich. Im Moment bin ich in einer Realschule, also ich mache Realschulabschluss jetzt. Ich bin im 3. Semester von einem Realschulabschluss. Mein Problem war, dass ich Deutsch erstmal gelernt habe zu sprechen und dann zu schreiben. Das war Katastrophe, weil wie man spricht, schreibt man ja nicht. Und da hatte ich sehr viele Probleme gehabt und ich habe sehr viele Kurse besucht, bis das irgendwann in meinem Kopf drin war. Weil wenn man zuerst spricht und dann schreibt, das ist schwierig. Meine Mama hat ja 2 Kinder, Nima und mich. Das war nicht immer so einfach. War das bei Ihnen auch so? Das war nicht einfach am Anfang, dass die Kinder auch sehr klein waren und ich musste auch im Winter immer um 7.20 Uhr vor Kindergarten stehen und warten auf eine Erzieherin, damit ich auch meine Schule um 8 Uhr pünktlich schaffen kann. Ich stehe morgens um 6:30 auf und fange ich an zu Frühstück vorbereiten für meine jüngere Tochter, meinen Sohn, für meine Tochter, für mich. Ja, 4 Brotdosen. Mein Sohn hat erzählt zu ihrer Lehrerin, dass die Mama in die Schule geht und erzählt auch, dass sie nach der Schule macht ihre Ausbildung. Das habe ich von seiner Lehrerin gehört und dann hat mich gefreut. Ich bin stolz auf mich selber. Als ich mit dem Hauptschulabschluss angefangen habe, habe ich nicht getraut, ob ich das schaffe oder nicht. Aber mit der Zeit habe ich gewohnt, das ist einfach, wenn man übt oder wenn man Nachhilfe macht. Und das habe ich auch gemacht und habe ich auch mit guter Note geschafft. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, mein großer Traum war immer Erzieherin zu sein oder pädagogisch studieren. Aber ich möchte gerne Erzieherin machen nach der Schule. Nach dem Schulabschluss möchte ich Ausbildung machen und gucken wir mal. Und jetzt mache ich meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Ja, wenn man Wille hat, man schafft es. Man muss nur stark sein, auch wenn es Tiefen gibt. Man muss immer sich überlegen, man kommt aus diesen Tiefen raus, wenn man sich wirklich vornimmt. Meine Mutter ist aus Bosnien gekommen, da war sie 16. Die musste in die Schule gehen, nochmal Deutsch lernen, arbeiten, Geld verdienen, auf ihre Kinder sorgen. Das hätte ich nie geschafft. Ich finde es schön, dass sie sich was getraut hat, nach Deutschland zu kommen und ein neues Leben anzufangen, weil ich hätte mich sowas nicht getraut.
Du kannst es schaffen, wenn du willst, aber du musst es wollen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Man hat nur das eine Leben. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Ich werde Mechatronikerin. Was willst du werden?